Eine Top-E-Bike-Neuheit für 2016 ist das Carbon-Pedelec Genoa Uni von Simplon. Der Tiefeinsteiger mit Bosch-Mittelmotorantrieb punktet mit niedrigem Gewicht und vielen Details. Der Bereich E-Mobilität gewinnt immer mehr im Alltagsleben einen Raum, zum Einkaufen zu fahren, in die Arbeit zu fahren oder einfach auch nur natürlich schöne Touren zu machen. Und so ist das Genoa Uni eine neue Entwicklung, die es so am Markt kaum gibt. Ein komplett Carbonrahmen, integriert mit Akku und Elektromotor in einer Art und Weise, die homogen ist, die das Rad hervorhebt. Und über den Carbonbau können wir mit sehr dünnen Mannstärken arbeiten, die für den Fahrer noch den Flex ermöglichen in der Sattelstütze, im Rahmen und einen hohen Komfort bieten. Zusätzlich mit dicken Reifen versehen haben wir einen hohen Fahrkomfort, der es ermöglicht, auch im Gabelbereich ohne Federgabel zu arbeiten und damit trotzdem hohen Komfort und geringes Gewicht zu haben. Wir sind hier erstmals unter 20 Kilogramm für ein E-Rad, was im Alltagsbereich sehr leicht ist. Und hier haben wir für 2016 sicherlich eine Innovation, die am Markt selten zu finden ist und die für den Kunden einen großen Nutzen im Alltagsbereich bildet. Das Genoa Uni ist mit 10 oder 11 Gangschaltung ab 3.700 bzw. 4.200 Euro erhältlich.